Hat jemand eine Frage oder eine Anmerkung? Wollt mir mal einer aufs Maul hauen seit langer Zeit oder so? Oh, das Licht ist ja ätzend, ich kann euch kaum sehen, aber gut. Wie wird Couch angenommen? Gut, gut. Ja, also es rentiert sich auf jeden Fall schon mal. Also die laufenden Kosten sind finanziert. Aber es können gerne noch ein paar mehr werden. Aber ist ja klar. Nee, ist schon okay. Also mehr als ich befürchtet habe, sagen wir mal. Ich hatte ja keine großen Erwartungen. Jo. Heute hat sich auch schon die Hundezüchterin Frau Ehring bei mir gemeldet. Die Geschichte geht ja noch munter weiter. Da hat man heute ihren Tierarzt belagert von RTL. Den ganzen Tag haben die vor der Tierarztpraxis gestanden. Also im August gibt es da neue Folgen von der Serie, da Christopher Posch. Also die wollen da wirklich weiter. Unglaublich. Ja, bitte. Wie findest du Markus Lanz als Moderator? Ich finde ihn auf jeden Fall besser als Kerner. Ne? Das ist aber so nicht schwer. Ne? Genau. Ja, für mich ist er ja immer noch dieser Boulevard-Knilch, der jahrelang diese schreckliche Sendung Explosiv moderiert hat und auch verantwortet hat. Er war ja jahrelang auch Redaktionsleiter dort. Und das ist auch so seine dunkle Vergangenheit, finde ich. Aber ansonsten, finde ich, ist er eigentlich ganz gut. Also der holt sogar manchmal aus uninteressanten C-Promis noch was raus, was interessant ist, finde ich. Wir sind der Meinung zum Wechsel von Gottschalk zu ARD mit seiner neuen Show. Ja, da habe ich heute Mittag schon von gehört, ja. Also die Idee, das ARD Vorabendprogramm mal wieder so ein bisschen zu bestücken mit sowas, mit so einem Talkformat von Gottschalk moderiert, finde ich auch nicht gut. Das könnte interessant werden. Er will ja jeden Tag über aktuelle Themen irgendwie sprechen mit seinen Gästen und da kann man sich irgendwie per Telefon und Internet daran beteiligen. Finde ich eine gute Sache. Also jede Daily Soap, die dafür gestrichen wird oder so, soll mir recht sein. Also mal abwarten, wie es wird. Na, bitte? Wer ist für die Outtakes verantwortlich? Übernimmst du dir das? Oder? Das bin ich selber, ja, genau. Was? Siehst du was, was du daheim machst? Oder aus dem Team? Ja, ich bin ja das Team. Ich bin Kaffeekocher, Chefredakteur und Telefonistin. Ja, ich mache das selber, ja. Irgendwo im Nachhinein so schaue ich mir das an und dann denke ich mir, kann man das machen? Wo ich da einen fahren lasse, kann man das machen. Aber ist scheißegal, denke ich, mach's es jetzt. Nee, das mache ich selber. Ist aber nicht gefaked, also ist wirklich jedes Mal ein echter Patzer. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja, und zwar hast du mal Projekt Deutsches Geheimdienst. Ja. Das ist heute nicht so ganz verstanden, warum es da ging. Es war stellenweise ganz spaßig, stellenweise auch ziemlich frustriert. Was ist daraus geworden? Kommt da noch mal was? Ja, das Problem war, das war ja ein unglaublich großer Aufwand. Wir haben da ja ein halbes Jahr dran gedreht. Und es waren natürlich unglaublich viele Leute daran beteiligt. Die mussten alle unter einen Hut gebracht werden, dass sie alle Zeit haben. Und das Ergebnis war jetzt nicht so toll. Also es haben viele geguckt und viele haben Spaß dran gehabt, aber der Renner war es jetzt nicht. Aber ich werde immer wieder gefragt, auch von denen, die teilgenommen haben. Lass uns doch mal wieder... Und ja, mal gucken. Gab es denn Menschen, die das tatsächlich durchgespielt haben? Ja, ja, sicher. Ich war immer so gut, glaube ich, sein lassen. Ach Mensch. Ja. War das so schwierig? Ja. Ich dachte, es wäre viel zu einfach gewesen. Nee, überhaupt. Hat jemand durchgespielt? Weiß nicht. Ach so. Deutschergeheimdienst.de. Ein interaktiver Agenten-Thriller. Schlecht gespielt, handwerklich unter aller Kanone, aber egal. Ich muss vorher nochmal vielleicht Fernsehen machen. So, noch jemand? Ja? Was ist mit Kai-Uwe Ricke? Was gibt's da Neues von der Front? Kai-Uwe Meier meinst du jetzt, Meier, ne? Ja, Meier. Ricke ist ja der. Ja, nee. Von der Arbeitsagentur, ne? Ich habe schon wieder 3 oder 4 Sachen aufgenommen. Aber es ist ja immer dasselbe, ne? Die versuchen immer was wieder mit derselben Masche. Schön, dass ich sie persönlich erreiche. Immer der erste Satz und dann wieder mit ihrem, sie wollten noch in 3 Monaten kündigen, sollen wir das verlängern? Mir fällt da keine Antwort mehr mittlerweile drauf. Ich hab einmal jetzt gesagt, Kai-Uwe Meier, der ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Aber sie rufen trotzdem weiter an. Also es nimmt kein Ende. Aber ich überlege mir jetzt schon langsam so die Verarsche-Sachen. Also es wird mir mal Spaß dann, die jetzt zu verarschen, weil auf der ernsthaften Ebene, auf der Recherche-Ebene ist das ja nun deutlich geworden. Ich meine, da kann man nichts mehr rausholen aus der Geschichte, ne? Ja. So. Das war's. Ja,
Das war's, oder was? Ja. Wer sind deine Lieblings-YouTuber, wenn du welche hast? Meine Lieblings-YouTuber? Auf jeden Fall Frank Tausch, Filmkritik-TV. Ich finde auch Klicksum eine tolle Sache. Man muss nicht jeden Gast gut finden, der hat auch viele blöde Gäste da, aber man muss es mir ja nicht angucken. Ich meine, das ist so, ich schaue mir die Gäste an, die mich interessieren. Natürlich Cold Mirror, immer noch super. Ja, da gibt es auch, da gibt es so einige. Warte mal, wen gibt es denn noch? Ja, natürlich, DVD-Kritik, genau. Ja, ich finde, er müsste es mal so ein bisschen auflockern, dass auch mal so ein Trailer zeigt. Er traut sich nicht. Er hat Angst, dass er bei YouTube gesperrt wird, aber das ist ja Quatsch. Also aber er sammelt ja immer nur 5 Minuten und denkt man, ja, zeig doch mal ein paar Ausschnitte. Aber gut. Nee, aber der ist ja auch selber Schauspieler und hat ja auch bei einigen Sachen schon mitgemacht. Interessanter Typ, so. Auf jeden Fall. Ja, was fällt mir denn noch so ein bei YouTube? Ja, die Außenseiter sind teilweise ja auch ganz lustig. Aber nicht alles, finde ich. Ja, Herr Tutorial? Nee. Aber der Typ, das ist doch echt ein Phänomen, ne? Also das ist doch wirklich... Wieso hat der so viel... Ich meine, die meisten gucken doch, um sich über ihn zu ärgern, glaube ich, oder? Um sich über ihn aufzuregen. Wie scheiße der ist, ne? Glaube ich. Anders kann man das ja... Wobei... Mir fällt so auf, ich meine, er hat irgendwie über 200.000 Abonnenten, glaube ich, ne? Aber im Schnitt gucken ihn noch so 80.000 bis 100.000, ne? So die Clips, habe ich schon aufgefallen. Also die Hälfte, mehr als die Hälfte von denen, die abonniert haben, gucken ihn mittlerweile gar nicht mehr. Das würde ich mir Gedanken machen an seiner Stelle, ne? Kein gutes Zeichen, glaube ich. Jo. Sonst noch was? Ja. Ja, gerne. Ja, es ist ja jetzt immer eine Bagatellenhalle zu füllen mit lauter Leuten, die nur wegen dir da sind. Man ist also sowas wie ein K-Promi, kann man ja mittlerweile schon sagen. K-Promi? Ich arbeite mich nach oben, ja. Ich bin schon in der Mitte vom Alphabet. Wie dem auch sei, wurdest du schon mal, was mir interessiert, auf der Straße erkannt und angesprochen? Ja, ja, ja. Ja, in der U-Bahn. Ja. Bei Saturn. Hat sogar einer getwittert. Hab den Fernsehkritiker bei Saturn gesehen. Aha, das ist super spannend, echt. Hätte aber noch twittern sollen, was ich mir für DVDs gekauft habe oder was. doch, das passiert. Wirklich. Ja, ja. Und manchmal auch, die sich dann nicht trauen, natürlich, ne? Also einmal saß ich dann in der S-Bahn irgendwie und dann merkte ich so gegenüber, derjenige, guckte er mich so an. Und überlegte, wo kenne ich denn bloß her? Und dann plötzlich so, da ist es ihm eingefallen, da wusste er jetzt, wo er mich herkommt. Die Körpersprache war richtig so, man wusste richtig, was in ihm vorgeht. Ja, ja, nee, das passiert, durchaus. Aber Stadion hast du noch geil. Nein, habe ich nicht. Autogramm gibt es nachher übrigens, wollte ich noch sagen. Nee. Ja. Ich sag mal so, unter journalistischen Gesichtspunkten wäre das durchaus eine Überlegung wert, weil ich hätte ja dadurch einen unglaublichen Einblick in diese Sendung, wenn ich an der teilnehmen würde. Aber natürlich wäre mein Ruf dahin, ne? Ist klar, aber so als Medienjournalist würde es mich schon mal interessieren, wie das da so abgeht hinter den Kulissen und was wirklich gezeigt wird und was falsch zusammengeschnitten wird und so. Ja, aber natürlich nicht, also mich würde ja auch keiner fragen, ne? So bekannt bin ich ja wirklich noch nicht, dass man mich da schon fragen würde, um Gottes Willen. Da muss ich mir schon Gedanken machen, wenn das Angebot kommt, ne, dann höre ich auf. Dann ist Feierabend. Ja. Kannst du überhaupt Anfragen im Fernsehen? Also für Interviews, für irgendwelche Talkshows? Oder? Nee, überhaupt nicht. Nein. Würde ich ja hingehen. Da würde ich sofort hingehen. Ja, würde ich mal probieren und ganz auf Ideen. Also, es wird ja dauernd über das Fernsehen geredet eigentlich. Eigentlich müsste ich doch mal auf die Idee kommen, Fernsehen zu planen. Ja, war alles drin. Nee, also keiner. Nee. Ich wüsste auch nicht, wer der jetzt anfragen sollte. Wen meinst du denn zum Beispiel? Panorama. Sie haben ja auf meinen Blog reagiert. Ne? Immerhin, das ist ja schon mal was.
Ja. Anne Will. Ja, genau, Anne Will. Und dann hier mit dieser hier Melodie Sucharewitz. Genau. Das wäre ein Spaß. Das wäre ein Spaß, ja. Ja. Der hat mich nur ein einziges Mal angerufen. Ja, ich meine einfach so. Nein. Die Leute, seine Kritiker, will er ja irgendwie mit Geld niedermachen. Ach Quatsch. Nein, nein. Mein Versuch, ihn nochmal zu kontaktieren, da am Live-Talk, haben wir einige vielleicht gesehen, war ziemlich desaströs. Ich kenne Sie gar nicht, sagt er zu mir. Machen Sie mal die Kamera an. Ne? Ihr IQ scheint da nicht mitzukommen. Was hat er gesagt? Nee, nee, also das eine Telefonat war kultig und ist ein Klassiker und dabei lassen wir es auch bewenden, würde ich sagen. Also, ne? Ich glaube, es ist ja auch immer verschwunden wieder von der Bildfläche. Das lässt sich zum Kaiser krönen wahrscheinlich, ne? Nachdem er schon Prinz ist jetzt. Ja, unglaublicher Typ. Jo, so, ja? Könntest du dir vorstellen, sowas in der Art wie Quick Mirror zu machen, quasi mit deiner Sendung so ein bisschen auf die öffentlichen, auf die Digitalsender zu gehen? Mit so ein paar Sachen, die ihr auch gemacht? Mich fragt da kein Mensch, glaube ich. Also, vorstellen kann ich mir alles. Aber im Internet hat man ja viel mehr Freiheiten, ne? Also, ich kann ja machen, was ich will. Also, was auch was Sendelänge angeht und wann ich das veröffentliche und wie ich es veröffentliche. Wenn man das beim Fernsehen macht, muss man auch Kompromisse eingehen, ne? Aber wenn man die Gelegenheit hat, die Möglichkeit hat, mehr Leute zu erreichen auf dem Wege und vielleicht auch ein größeres Budget hat, weil man vielleicht eine richtige Redaktion hätte oder so, wäre natürlich schon reizvoll, ne? Aber glaube ich nicht. Wüsste nicht, wer da anfragen sollte. Der Sender wäre mir schon irgendwie unheimlich, der da anfragen würde. Das ist so wie Groucho Marx, ne? Ich würde niemals in einen Club eintreten, der mich aufnimmt, ne? So nach dem Motto. Jo.